Mein Name ist Bojan Zaferovic. Ich komme aus der Stadt Sabak in der Serbischen Republik. Ich kam im Januar 2015 hierher, als ich erfuhr, dass ein Bürgerkrieg gegen die Nationalisten ausgebrochen war und dass die Zivilbevölkerung einen Aufstand begonnen hatte, weil sie sich nicht auf deren Seite stellen wollte. Wie es bei uns 1999 der Fall war. Erinnern Sie sich an die NATO-Bombardierung Serbiens, bei der mehr als 10.000 Menschen ums Leben kamen? Als mehr als 80.000 Tonnen Luftbomben auf serbisches Land fielen, von denen die meisten radioaktives Uran enthielten. Nun, wir sind jetzt in einer Schule. So sieht sie aus, nachdem die ukrainische Armee hier stationiert wurde. Jetzt beschießen sie die Schule. Das war ihr Schlafquartier. Ein Mathe-Klassenzimmer, wenn ich mich nicht irre. Zum Glück haben wir sie vertrieben. Es gab einen Direktbeschuss auf dieses Klassenzimmer. Alles, was Sie sehen, sind die Nachwirkungen des Beschusses durch die ukrainische Armee. Wir reparieren es, wenn alles vorbei ist. Was ist das? Hier, Sie. Schau, lernen und ausmalen. Das müssen Sie ausmalen. Kaputte Ausrüstung. Ein amerikanischer Hammer. Ein Hammer. Ein Stolperdraht. Eine zerstörte Position. Eiscreme. Eine Patrone. Eine Trompete. Eine Granate. Eine Granate. Ein Minensprengsatz. Eine Pistolenkugel. Ein Granatenstachel. Man wählt einen Artikel, der nicht hier sein sollte. 2017 bin ich in einem Industriegebiet in der Stadt Avdiivka verwundet worden, als die ukrainischen Streitkräfte eine Offensive starteten. Sie setzten einen Granatwerfer gegen uns ein. Mein Kamerad, der nur 2 Meter vor mir stand, wurde durch ein kleines Stück Schrapnell getötet. Ich war schwer verletzt und bekam 12 Stück ab. Film das. Es wurde heute Morgen von Ukrainern angegriffen. Genau dort ist dein Spielplatz. Stell dir vor, es wären damals Kinder mit ihren Müttern und Vätern da gewesen. Jeder ist in Gefahr. Nicht nur ich. Viele Ausländer und Einheimische. Sogar einfache Bergarbeiter. Es gibt Männer über 50, die gestern sozusagen die Mine verlassen und eine Waffe in die Hand genommen haben, um ihr Zuhause zu verteidigen. Wenn ich bald nach Serbien zurückkehren würde, könnte mir nach dem Gesetz, das unser Präsident Vucic verabschiedet hat, zwischen 10 und 25 Jahre Gefängnis drohen. Eine ukrainische Flagge, jetzt nur noch ein Lappen, so dreckig. Puh. Wir alle wissen, warum wir hier sind, um den Narzissmus zu beseitigen. Unsere Großväter haben den Nationalsozialismus in den Jahren 1941 bis 1945 besiegt. Sie haben ihn fast ausgerottet. Und jetzt müssen es ihre Enkel wieder in die Hand nehmen.